Doch, doch. Also ich gehe heute nach Mülhus und dann direkt von Mülhus Basel, Luzern. Geil. 8 Minuten. 8 Minuten ist jetzt kein verrückt. Ich habe den Monte Verita entdeckt, da war ich 19 Jahre alt und war Gast am Locarno Film Festival und wusste nichts von diesem magischen Ort und war danach so erfüllt und so begeistert, dass ich dachte, hier möchte ich eines Tages einen Film drehen. Ich kannte damals auch die Geschichte noch nicht, die Historie und habe die wirklich erst nach und nach entdeckt. Monte Verita war ja ein Ort, den Aussteiger, Aussteigerinnen damals 1900 gegründet haben. Und sie hatten sehr moderne Gedanken. Die Emanzipation wurde gelebt, das Thema der veganen Ernährung. Anarchismus hatte da seinen Platz und die Gleichberechtigung. Also das sind alles Themen, die aus heutiger Sicht für die damalige Zeit sehr, sehr modern und mutig waren. Und das hat uns auch inspiriert zu überlegen, wo stehen wir heute? Also wie gehen wir heute mit der Umwelt um? Wie gehen wir heute miteinander um, wo ist wirklich Gleichberechtigung? Auch Homosexualität heute tatsächlich immer noch ein Thema, erschreckenderweise. Da wollten wir dann unsere Geschichte erzählen, eine Frau, die sich emanzipiert und dann letzten Endes entscheiden muss, ob sie Künstlerin werden möchte oder eben tatsächlich zu ihrer Familie zurückkehrt und zu ihren 2 Kindern. Für uns waren die Dreharbeiten eine Art Monte Verita. Also wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Viele haben am gleichen Ort gelebt. Wir haben uns abends immer ausgetauscht, gemeinsam gegessen, gemeinsam gedacht, gemeinsam entwickelt. Also in dem Sinne durfte ich mit diesen Dreharbeiten mein Monte Verita leben.